Ergreifen heißt etwas nehmen, etwas fassen. Ergreifen kommt von greifen und R. Eben greifen heißt nehmen und lassen. Und wenn man noch das mit R dazu gibt, dann heißt es etwas festfassen. Man kann also etwas ergreifen im Sinne stark fassen, stark packen. Ergreifen kann auch heißen, dass man im Inneren angerührt ist. Denn der Tastsinn steckt eng in Verbindung mit unseren Emotionen. Man fühlt jemanden, man fühlt natürlich auch die Oberfläche von einem Objekt, man fühlt die Temperatur, aber man fühlt auch Schmerz und man fühlt auch sich ergriffen. Und so kann man tief im Inneren ergriffen werden. Man kann einen Beruf ergreifen, man kann die Flucht ergreifen, man kann die Macht ergreifen und man kann sich von einem Film ergreifen lassen und man kann auch merken, dass das Leid eines anderen einen ziemlich ergreift. Auch ein Täter kann auf der Flucht ergriffen werden. Ergreifen hat also viele besondere Bedeutungen. Lass dich öfters von mystischen Erfahrungen ergreifen. Du musst nicht warten, bis Emotionen dich ergreifen. Du kannst einiges tun, damit du mystische Erfahrungen machen kannst. Du kannst zum Beispiel in die Natur gehen, einen Moment innehalten, einen Baum anschauen, den Baum vom Herzen spüren und dann spürst du, wie dich eine gewisse mystische Erfahrung ergreift. Oder du kannst in eine Kirche gehen, eine Synagoge, einen Tempel, eine Moschee. Du kannst vor dem Allerheiligsten dich hinstellen, dich ganz leer machen und schauen, ob dich ein mystisches Gefühl ergreift. Du kannst die göttliche Gegenwart spüren. Du kannst dich auch von Liebe ergreifen lassen. Einen Menschen, den du wirklich liebst und der dich liebt, einfach spüren. Mal den Denken und Nachdenken und Überlegen, dem Getriebensein eine Pause lassen. Und dann kommt von innen heraus ein tiefes Gefühl der Liebe und Zugehörigkeit. In diesem Sinne, du kannst zwar spirituelle Erfahrungen nicht erzwingen, aber du kannst dich in Situationen begeben, wo vielleicht eine solche mystische Erfahrung dich ergreifen kann.